Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen im 5. Bezirk von Wien. Kannst du mal mein Intro machen? Tag Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Belgien. Der Mann kann einfach mein Intro nicht. Schämst du dich gar nicht oder so? Also gar nicht. Aber auf jeden Fall kennen die Leute auf Instagram meine Abkürzung und deine nicht. Und dafür, das ist eigentlich traurig. Die schreiben mich jetzt an mit PLWG. Peace, Leute. Peace, Lukas, wie geht's? Oh, das ist aber stark. Das ist aber stark. Auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, Taco Tuesday. Heute ist wirklich Dienstag, oder? Wir wollten das Video eigentlich schon seit einer Woche machen. Jeden Tag dachten wir uns, komm, wir machen es jetzt. Ah, ist Mittwoch, egal, komm, wir machen es. Und jetzt haben wir es aber wirklich geschafft, durch Zufall, das wirklich Taco Tuesday am Dienstag zu machen. Das Problem ist, unser Flug ist morgen um 8 Uhr in der Früh. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder durchmachen, weil ich habe noch nicht gepackt, noch nichts erledigt, aber das ist der perfekte Start, um die LA-Reise zu beginnen. Ich bin erwachsen mittlerweile. Ja. Ich habe schon gepackt. Echt jetzt? Erledigt. Ja. Weil sonst meine Freundin mich irgendwann verlassen wird, wenn ich jedes Mal sage, ich fliege jetzt 20 Tage nach LA, aber den letzten Abend mit dir kann ich auch nicht verbringen, weil ich muss bis 3 Uhr nachts packen. Ich brauche eine Freundin. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Das ist der da schon. La Taqueria im 5. Bezirk, Ladies and Gentlemen. Warst du hier schon mal? Nee. Okay. Ich habe überhaupt noch nie Tacos essen in LA. Nee. Perfekt. Warst du schon lange? Nee. Ich habe gedacht, Elias ist schon da, der müsste eigentlich auch kommen. Nee. Also, was ich Alan direkt gefragt habe, hier gibt's Bier. Hey, was ist nochmal Mexican Bier? Wir haben das eh auch mal ein paar Mal getrunken. Wir nehmen von jedem mal 3. Und dann kann man das ein bisschen scheren und die geil sind, von denen kaufen wir mehr. Ich würde euch gerne das Menü zeigen, ich kann nur nicht diese ganzen anderen Leute hier filmen. Weil ja auch von mir ein Video gecancelt wurde. Also ich habe wirklich Paranoia. Irgendwer von da draußen hat mein Video gemeldet. 3 Canitas, 3 Barbacoa, 3 Chorizo and 3, how do you call it? Suadero? Suadero is good. And this is like a Mexico City way of doing it. Typical from Mexico City. Where are you from? Mexico City. When is this place? 5 months. Ah, okay, dann habe ich noch nie davon gehört. Also der Herr hat das Fleisch schon komplett vorbereitet, vorgekocht, so wie ich das in dem Reel gesehen habe. Tortillas werden nur noch angefeuchtet eigentlich, die schön soft werden. It's Mais. It's Mais, yeah. Corn. It's gluten-free, no Weizen. Because there are many colors of corn. There's actually even blue, there's red. So, yeah, usually tortillas, especially this side of the world, are used to be yellow, more yellow. Dann hat er hier auf jeden Fall allerlei verschiedene Fleischsorten. Ich glaube einmal plant-based, Chorizo, Schwein, Lamm, Rind. Und dann baut ihr euch hier komplett selber eure Tacos fertig. Da gibt es Salsa Taquera, Fake Guac. Warum ist das eine Fake Guac? Mild Serrano Chili, Zucchini. Ah, da ist keine Avocado drin. Salsa Pina und Salsa Fuego. Ich hab nur. Seht ihr, das ist wirklich Weihnachten. Ich habe ihm heute die Air Force mitgebracht. Die hat auch Alan für uns organisiert. Jetzt hat Alan uns wieder hier geschenkt mitgebracht. Boxershorts. So this one is barbacoa. This is carnitas and this is barbacoa. We have the toppings bar. You can just put the toppings. Don't forget if you like coriander is on top in the bun. You have only fake guac or what? Expensive the guacamole, the avocado. Ah, okay, die haben nur fake guac, weil die Avocado zu teuer ist. Also in Mexico the avocado is expensive, so they create this fake guac. Ich sag euch so wie es ist, ich habe ein gutes Gefühl. Schaut euch die Tacos an. But you have slices? Yeah. At the table. Wenn du mir Tacos in so einem Plastikteller gibst, bin ich glücklich. Ja, Mann. Oder nur auf Paper. So. Diese Paper-Teller. Ja, Mann. Alles nur so klein hier. Magst du Koriander? Ja, ja. Du? Es ist crazy, gell, dass Leute Koriander nicht mögen. Ich hab das kann ich mir gar nicht vorstellen. Intensiv. Ekelhaft. Da gibt es sicher viele, also die das hassen. Es gibt noch voll viele. Ich würde sagen, es ist ein 50-50-Ding. Also obwohl, lande auf alle drei. Dadurch, dass das Fleisch hier drin nicht mehr gekocht wird, hast du halt auch nicht so einen heftigen Fleischgeruch. Du kannst hier essen gehen von einem Date und dann losziehen. Ist eigentlich ganz geil. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen über das Fleisch, da bin ich ehrlich. Das kann entweder richtig gut sein oder richtig. Boah, es ist richtig gut. Soll ich mal? Ja. Hier haben wir auf jeden Fall einmal die Fake Guac. Salsa Rojo, das ist die Fake Guac, das ist nicht die Fake Guac, das ist Salsa Fuego. Ah, die ist sehr scharf, warum ist die grün? Sehr scharf mit Curry. Diese grüne ist auch in, ich weiß nicht, Salsa Verde, glaube ich, nennt man die, ist die geilste für mich. Sauer, Koriander dann. Chorizo. Taco Tuesday. Bifo. Gracias, amigo. Also, ladies and gentlemen, wir haben hier einmal Chorizo, Carnitas, Barbacoa. Was war das dritte? Was habe ich vergessen zu sagen? Ah, Suaredo oder so. Ich kann einfach die Sprache nicht, es ist einfach wie es ist. Taco Tuesday ist eröffnet. Schnappt euch eine Salsa, ballert euch was drauf and enjoy the evening. Let's get hammered. In diesem Sinne auch ein Cheers auf euch, Ladies and Gentlemen. Freut euch auf LA-Videos. Das hier wird das letzte Video aus Wien, dann geht's los mit der LA-Reihe. Bro, einfach morgen fliegen wir nach LA.
Ich würde eigentlich gerne übermorgen fliegen, weil ich noch gar nichts erledigt habe. Die Radieschen sind so zum an der Seite schmecken. Ich kann deine Koriander schon riechen und reißt. Es tut schon weh. Hier, bald mal hier. Aber schon geil. Immer beim Film so. Mhm. Mit Salz und so, als wäre das roh. Ja. Hm? So, als ob das roh wäre. Ach so. Cheers. Cheers, man, bro. Tequila. Besser als erwartet? Was sagst du zu dem Bergkanzig, zu dem Brot? Die sind halt ein bisschen gedämpft nur. Macht nur Wasser drauf und kurz an. Finde ich. Zu wenig? Finde ich schon. Das ist ein bisschen härter werden, ein bisschen mehr durch. Ich finde, es schmeckt nur relativ neutral, es schmeckt gar nicht so maisig, oder? Dann hast du noch keinen gegessen. Der Tortilla schmeckt mir aber auch nicht so gut. Ja, verstehe ich auch nicht. Der schmeckt mir nicht so gut. Die Konsistenz ist auch, aber das ist, weil er die nicht richtig angrillt, der dämpft die nur. Das Innenleben finde ich geil. Wenn der Tortilla jetzt ein bisschen besser wäre, wäre das schon nochmal eine andere Ansage. Das ist wirklich nur die Tortilla, weil das Fleisch schon richtig lecker finde ich. Ich muss einmal diese ganz scharfe probieren. Salz, wäre das sonst auch immer die schärfste. Na, es gibt voll viele Salz, die voll scharf sind. Rote, braune. Aber Salz, wäre das eigentlich so. Classic, ja. Meine Lieblingssalsa. Absolut geil, muss ich probieren, aber ist scharf. Ja, die Konsistenz nervt mich, der Tortillas, die Konsistenz packt mich. Die werden so breiig. Ja. Irgendwas ist da nicht richtig, ja. Das ist das Einzige, was für mich nicht sitzt. Genau so will ich in L.A. ankommen morgen. Ja, das wird nichts. Wieso? In-N-Out ist zu nah. Wir gehen in den Auto und dann einchecken und dann wieder am Abend Tacos essen. Taugt? Ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren hätte ich gesagt, das ist Banger. Ich weiß, safe. Ich weiß noch, ich habe mal in München Tacos gegessen, da war so Mais und so richtig komisches Zeug drin, Paprika und so. Und ich so, boah, sind die geil. Das hat mir damals schon getaugt und es war richtig ass eigentlich zu der Zeit. Aber die sind nicht schlecht, die sind gut, das kann man auf jeden Fall machen. Ich mag nur die Tortillen, ich check mich schon hier. Es schmeckt wie eine Weizenmehl-Tortilla. Du bist so kein Schwein, gell? Weil du Araber bist. Ich habe die anderen noch nicht probiert, aber ich mag das gerne schon im Voraus zu sagen, dass das die beste ist. So eine Vorfreude noch viel größer auf LA, Carnitas ist krass. Ist gut, das Schweinefleisch. Ist auch viel geschmacksintensiver. Ah ja, macht Spaß. Da geht der Tortilla-Geschmack ein bisschen runter. Stimmt auch, ja. Dann ist es nur Fleisch. Das ist der beste. Carnitas? Ich hab schon gehört. Achso, ich dachte, kann ich das? Nein, kann nicht, das so heißt es. So. Kann nicht. Den ganzen Tag für den Mund. Ich finde den Koriander, der müsste geschnitten sein. Ich habe das Gefühl, dass der dann schon riecht in deinen. Mhm. Ich rieche den nicht so, ich schmecke den nicht so. Wenn der gut geschnitten ist und den drauf, dann ist das schon ein bisschen. Und ja, Tortilla. Aber für Wien muss man einfach sagen, das ist es wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist zu schlagen. Aber man kann sich. Kennt noch jemand Taco-Spots eigentlich in Wien? Nicht in Wien gibt es noch nicht so viele Taco-Läden. Alan Lied, der scharfes Essen über alles. Viel Spaß, Bro. Danke. Viel Erfolg. Aber es ist die geilste Salsa, die hier ist. Hat jemand diese. Hast du die anderen schon probiert? Nee, hab ich immer noch nicht. Ich wollte gerade fragen, hat jemand diese Fake Guac probiert? Fake Guac? Ja. Ich hab's probiert, ja. Und ist gut? Die ist dann viel zu wässrig, oder? Schau mal. Und die riecht auch gar nicht mehr. Es gibt auch oft in Mexiko oder in L.A. so Guac-Salsa-Mischungen. Ja. Also so eine Guac, die so ein bisschen aber wie eine Salsa, also nicht komplett Avocado-Masse, sondern... Nee, da ist gar keine Avocado drin. Danke. Runde Nummer 2, Ladies and Gentlemen, also die Dinger sind gut. Die Tacos haben mich nicht ganz überzeugt. Aber das, was da drin liegt und wie er das Fleisch zubereitet und so, das ist Maschine, glaube ich. Bin mir jetzt ziemlich sicher. Also viel Koriander für Rias. Kriegen wir uns richtig mit einem, okay? Was? Mit richtig Pfefferoni und Chili. Pfefferoni nennst du das? Jetzt raste ich hier gleich komplett aus. Der Mann hat wirklich eine Chili da reingepackt in den Taco. Are the Chili spicy? Yeah. This was a confident. Very spicy? Not for me, but I have one chili with each taco. Also, Elias hat hier schon wieder folgende Idee. Unnötige Schärfe-Challenge daraus zu machen. Eine komplette Chili, der Mann meinte auch, dass ich mach mal mehr von der Salsa bitte. Ah, ich will auch Koriander. Die muss man rupfen eigentlich, gell? Ja, auf jeden Fall. Welchen willst du? Ich nehme den.
Ja, weil da weniger Chili ist, ich hab's direkt gesehen. Ja, aber jetzt schon, oder? Ah ja, jetzt sind die crunchy ja schon. Vielleicht haben wir zu lange gewartet vorher. Jetzt hat er die auch besser beladen, ne? Weil er gesehen hat, Kamera, okay, die Jungs sind nett, auf einmal kriegen wir ein bisschen mehr. Ist die Chili noch drin bei dir? Ja. Dann ist sogar größer als deine. Dann ist der Rest von dir kleiner. Cheers. Cheers. Ganz kurz auch für die Leute, die zuschauen, Carnitas sind die besten Tacos hier. 100%. Die schmecken intensiv und sind geil. Der Chili ist nicht scharf. Ich bin ehrlich, die Salz war schärfer. Gar nicht scharf. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Ladies and Gentlemen. Das war's mit dem Taco Tuesday. Und wir sehen uns in L.A. Let's go. La Tacos. La Mexico. Le. Zu leid. Es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Deswegen konnten wir nicht einchecken nach Frankfurt. Also unsere ganze Buchung wurde storniert. Deswegen haben wahrscheinlich ein paar Leute geschrieben, hey, wir wären gerne live dabei bei der Reise jetzt. Jetzt seht ihr, wie es läuft.